Deswegen haben der Kollege Braun neben mir und ich uns mal die 5 Fails der Regular Season angeguckt. Und Alex Smith ist da ein gutes Stichwort, denn der Fail an des anderen war sein Glück. Und zwar, wir fangen an mit Dwayne Haskins, jetzt arbeitslos, davor beim Washington Football Team seinen Starter-Spot verloren, dann irgendwie doch zurückgekommen und dann dachte er sich, geil, wo es so gut für mich läuft, gehe ich doch mal schön ins Strip-Club. Hier, wir haben ja so ein schönes Beweisfoto. Cleverer Junge. Und zack, raus. Aber steht da 2 Interceptions, 1 Fumble und 1 Strip-Club-Besuch. Ja, das war aus der Woche. Okay. Dann auch schöne Erinnerungen, die wurden dafür auch bestraft. Als die Denver Broncos Quarterbacks sich dachten, setzen wir uns doch mal alle ohne Maske auf engen Raum in einen Meetingraum. Und ich erinnere mich, ja. Überraschenderweise hat er jemand Corona und sie mussten mit einem Wide Receiver anschließend als Quarterback spielen. Kann man ja nicht spielen. Konnte man nicht mitrechnen, was passiert. Aber wie gut hat es da nochmal funktioniert? 3-31 haben sie verloren. Ja, also Kendall ist jetzt nicht rumgesprungen mit dem Wide Receiver auf der leider Quarterback-Position. Der Junge, aber man muss dazu sagen, Daniel sagt gerade, sie haben genauso viele Punkte wie die Buccaneers gemacht. Gegen wen überhaupt? Gegen die Saints. Okay. Genau. Aber, ja, Quarterback-Raum der Denver Broncos auch besonders clever. Ihr habt es vorhin schon angesprochen. Da zeigen wir nochmal eine Szene. Ein Fail, weil sie gewonnen haben, die New York Jets zu blöd zum Verlieren und damit Trevor Lawrence verloren. Hier eine kleine Einordnung von den Kollegen von NFL-Memes, wenn sie versuchen, Trevor Lawrence zu bekommen. Noch nicht mal das funktioniert. Genau. Wobei, Jan hat sie eben in Schutz genommen und ich finde, das ist aller Ehren wert. Das stimmt, dass sie wenigstens versucht haben. Aber die Jets-Fans werden sich wahrscheinlich trotzdem so fühlen gerade. Perspektivisch war es nicht so klug. Was haben wir hier? Genau, das ist immer noch ein Nachtrag zu den Jets. Dann auch lustig, wer erinnert sich hier dran? Aus dem Oktober. Tom Brady verliert ein Spiel, weil er nicht mehr bis 4 zählen kann. Was war da nochmal die Geschichte? Gegen die Chicago Bears. Er dachte, er hätte noch einen Fourth Down, um ihn auszuspielen. Hatte ihn aber schon ausgespielt. Hatte ihn aber mit einem den Ball einfach weggeworfen. Quasi. Weil er sich verzählt hat. Stimmt, an die 4 Finger erinnere ich mich, dass er dachte, nee, einen habe ich noch. Das ist eigentlich eine meiner Persönlichkeiten. Einfach einen langen Pass wagen, ja, in die Deckung, weil ich habe ja noch einen 4. Das, was ich am geilsten fand, war, dass sowohl Bruce Arians als auch Tom Brady danach gesagt haben, nein, der wusste natürlich, dass das ist. Klar. Ja, er wollte nur anzeigen, 4. Quarter. Und dann aber für mich die 5. und eigentlich schönste Geschichte. Ich beschreibe es mit diesem GIF. Tyrod Taylor hatte Rippenschmerzen und wollte sich sie wegspritzen lassen. Und ihm wurde dabei die Lunge punktiert. Das kann passieren. Also wir sind alle ja nicht vollkommen, auch keine Mediziner. Naja, aber seitdem Justin Herbert, für mich eigentlich vielleicht Rookie of the Year, den hätten wir sonst vielleicht gar nicht gesehen. Von daher. Das stimmt.